Hier ist Fred von Fettspiel und ich begrüße euch zur 177. Folge meines SimCity Let's Plays. Heute sind wir wieder im District 10 unterwegs, unser Flüchtlingsstadt. Die Leute, die unsere Apokalypse überlebt haben, haben sich hier zusammengefunden, um in spärlichster Einrichtung zu leben. Und hier brennt es an allen Ecken und Enden. Letztes Mal hatten wir den riesigen Großbrand, der das District 10 erschüttert hat. Und hier sehen wir auch noch die Folgen dieses Großbrandes. Wir hatten auch noch eine Zombie-Apokalypse, alles was dazugehört. Und heute steht dieses Let's Play unter dem großen Slogan, unter der großen Überschrift Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen die Einwohner vom District 10 etwas ermutigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, wollen ihnen die Möglichkeit geben, in Eigenverwaltung und Eigenregie hier das Leben im Ghetto irgendwie ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und dazu habt ihr doch ein paar Ideen beigesteuert. Vielen Dank für eure Comments. Und da hat Crazy Luck geschrieben, man könnte doch eine Feuerwehr bauen. Und wenn wir jetzt mal versuchen, diese Feuerwehr so ein bisschen in dieses Setting einzugliedern, könnte das jetzt ja nicht eine Feuerwehr sein, die dann, wie gesagt, von staatlicher Seite, von hier quasi, irgendwie immer reinfährt, sondern es könnte sein, dass die Leute sich jetzt selbst versuchen zu helfen, dass die Bewohner vom District 10 eine eigene, freiwillige Feuerwehr errichten, eine, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr spärlich-spartanisch eingerichtete provisorische Feuerwehr, die dann aber versucht, ganz verzweifelt mit einfachsten Mitteln und einfachem Gerät hier diesen ganzen Bränden Herr zu werden. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Ja? Setzen hier irgendwo in diese Flüchtlingsstadt eine Feuerwehr ein, wo die Leute dann versuchen, selbst ihre Brände zu stoppen, zu löschen. Alle Leute versuchen, was dazu beizutragen. Hier sind noch ein paar Garagen. Das ist also die kleine Feuerwehr, die die Bewohner vom District 10 selbst ins Leben gerufen haben. So, und dann wünschen wir den Leuten ganz viel Glück bei der Selbsthilfe, hier diesem Brandchaos Herr zu werden. Denn ihr seht ja, das ist wirklich eine Stadt, die täglich in Flammen und Rauch eingehüllt wird. Unfassbar, was hier eigentlich alles an Bränden gestartet wird jeden Tag. Natürlich ganz viel Brandstiftung dabei. Kriminalität ist ja auch wahnsinnig hoch hier. Und wo wir dann beim Thema wahnsinnig hohe Kriminalität sind, können wir gleich die nächste Selbsthilfeoperation starten. Denn Simon hat geschrieben, was ein Mensch. Er hat gesagt, man könnte doch auch so eine kleine verzweifelte Polizeistation mitten ins Ghetto setzen, wo die Leute dann eine Art eigene Bürgerwehr versuchen, dieser irren Kriminalität Herr zu werden. Das ist auch eine sehr, sehr geile Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Ich werde jetzt also mal hier zum Beispiel auch so eine kleine Polizeiwache reinsetzen. Jetzt müssen wir die Frage, die ist leider ein bisschen größer als die Polizeiwachen, als die Feuerwehr. Da müssten wir hier sogar ein bisschen was abreißen. Aber dann machen wir das halt, würde ich sagen. Wo könnten wir denn hier, so ein bisschen hier zum Beispiel, könnten wir was einreißen oder auf der Stelle. So, waren wir stehen geblieben? Da. Genau. So, dann bauen wir da jetzt mal eine kleine Polizeiwache ein. Und wir versuchen jetzt natürlich beim Szenario zu bleiben. Das ist jetzt wirklich eine Bürgerwehr der Flüchtlinge, die hier versucht, Recht und Ordnung irgendwie, irgendmöglich aufrechtzuerhalten, beziehungsweise wieder einzuführen, denn was hier gerade passiert, kann natürlich nicht in die Dimension Recht und Ordnung fallen, sondern das ist ja das absolute Chaos, absolute Anarchie, die hier im District 10 herrscht. Und diese Bürgerwehr versucht jetzt, dieser Kriminalität Herr zu werden, so wie diese freiwillige Feuerwehr versucht, diese Brände zu stoppen, die hier grassieren. So sieht es aus. Das ist die neue Realität im District 10. Die Leute werden erwachsen sozusagen, versuchen jetzt dieses Chaos zu beenden, versuchen irgendwie wieder zu einem normalen Lebensalltag zu führen. Wir müssen natürlich auch eine Entwicklung haben in unserer Geschichte. Ja? Das ganze Fettokalypse ist ja auch eine Story, ist auch eine Geschichte und wir müssen ja versuchen, auch diese Geschichte weiterzuerzählen.
Das heißt natürlich am Anfang, wenn jetzt eine große Apokalypse kommt und Chaos herrscht, dann ist natürlich ganz klar, dass alles provisorisch und spartanisch gemacht wird. Aber irgendwann versuchen die Leute ja nach und nach wieder zu einem geregelten, normalen Leben zu führen. Und das Erste ist natürlich, indem man so wieder die öffentliche Ordnung herstellt, indem man wieder die Versorgungsengpässe und die öffentliche Dienste, dass man die wieder irgendwie startet. Und deswegen ist diese Eigenverantwortung, also im besten Sinne versuchen natürlich dann die Menschen selbst, die ihrer Lage wieder Herr zu werden und die Anarchie zu stoppen. Das ist die Möglichkeit, die wir dort vielleicht sehen könnten. Und natürlich versuchen sie dann auch wieder ihrem Leben eine Art Ausgleich wieder zu schaffen. Ja, es ist nicht nur der Überlebenskampf, sondern die Leute versuchen natürlich auch wieder, sich Momente der Freizeit und des Spaßes zu erkämpfen. Und da passt eine Idee, die von Sternenfeld hatte, sehr gut dazu. Er meinte, ich könnte auf jeden Fall Asphaltparks reinbauen. Ja, Sport. Sport ist natürlich eine super Ablenkung für die Leute. Und ich muss auch keine Sorgen haben, dass wenn ich hier jetzt die Parks baue, dass hier auf einmal dann wieder größere Gebäude aus den, wie Pilze aus dem Boden sprießen, denn wir haben immer noch die Feldwege und die hindern natürlich auch die Leute beim Aufstieg, aber wir können jetzt hier Asphaltparks bauen, damit wir den Leuten so ein bisschen wieder die Möglichkeit geben, etwas anderes zu machen, als sich ums tägliche Futter und Überleben zu kümmern. Etwas Zerstreuung im harten Alltag im District 10. So sieht's aus. Also baue ich jetzt hier mal ein, zwei Asphaltparks. Hier kann ich übrigens die Straße mal durchziehen. Ich weiß gar nicht, warum das bisher nicht geschah. Jetzt sehen wir hier die Asphaltparks, die natürlich auch sofort gut besucht sind. Vielleicht könnte ich auch... Was könnte man denn noch machen? So ein Feld? Ja, ich will aber nichts für die höheren Einkommensklassen. Das soll auf jeden Fall Basis bleiben. Ja, aber so ein kleines Feld irgendwo mal reinsetzen. Warum nicht? Eine Grünfläche. Da versucht man wieder etwas Normalität und etwas Schönheit in den Alltag zu bringen. Wenn wir uns hier mal durch die Straßen schieben, sehen wir auch wirklich, wie kläglich das Leben im District 10 ist. Aber Leute versuchen das Beste daraus zu machen. Eigenverantwortlich, versuchen sich selbst zu helfen. Und wir sind im Szenario ganz, ganz dicht auf dem Fersen. Aber... Was sehen wir hier? Die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Die nächste Zombie-Apokalypse kommt bestimmt. Oder habe ich das gerade falsch gesehen in den Schlagzeilen? Mal gucken. Wir kümmern uns erstmal darum, dass hier weitere Trümmer weggeräumt werden. Viele Kranke, die hier natürlich den Weg suchen zur Klinik, zum Hilfszentrum des Roten Kreuzes. Alles da. Das letzte Mal gebaut. Das großartige Katastrophenhilfeset, was wir hier haben. Sehr schön. So, was machen eigentlich unsere Casinos, die auch für Zerstreuung sorgen? Guckt euch das mal an. Plus 45.000 Gewinnen. Hier sind es immerhin 12.000 im Science-Fiction-Casino. Das ist schon echt Wahnsinn. So, hier könnte ich natürlich noch ein Raketenzimmer irgendwo bauen. Das geht gerade nicht. Ein Disco-Club habe ich ja schon. Limit erreicht. Die Casino-Welt. So, was könnten wir noch machen? Auch eine gute Idee, die sehr gut in dieses Szenario passt, dass die Leute sich versuchen weiterzuentwickeln, sich selbst zu helfen, wäre die Idee von Paul Pauler. Er hat gesagt, ich könnte ja mal hier irgendwie ein Kohlebergwerk oder ein Erzbergwerk bauen, sozusagen, dass die Leute versuchen, selbst mit dem Grund und Boden, der hier zur Verfügung steht,
das Beste zu machen, Ressourcen abzuschöpfen, abzugraben und diese dann weiterzuentwickeln, versuchen selbst den Wohlstand zu mehren, der ja hier zweifelsohne nicht vorhanden ist. Es ist eine ganz, ganz gute Idee und wir können ja mal einen Blick darauf werfen, was hier die Datenkarten sagen hinsichtlich der Ressourcen. Und hier sehen wir zum Beispiel, es gibt ein Kohlevorkommen. Einmal hier, einmal dort. Ich glaube, das sind auch die einzigen beiden. Wir haben ja auch ein Kohlekraftwerk, von daher ist es auch natürlich sehr passend. Da könnte man also ein bisschen was machen. Wie sieht es aus mit der Erzkarte? Auch das ist vorhanden. Hier könnte man also auch noch ein Erzbergwerk bauen. Haben wir eigentlich Öl? Öl ist auch vorhanden. Also, was wäre der nächste Schritt aus diesem Flüchtlingslager? Vielleicht tatsächlich der zaghafte Aufbau von Industrie. Und wir beginnen mal mit der Kohle, so wie ja auch die Industrialisierung quasi begann. Oder ein großer Katalysator der Industrialisierung war natürlich der Abbau von Kohle. Und dementsprechend werden wir jetzt auch mal versuchen, dort ein Kohlebergwerk zu bauen. Hier zum Beispiel sehr, sehr schön, auch am Rande des Ghettos der Flüchtlingsstadt. Jetzt können wir da ein Kohlebergwerk bauen. Leute versuchen in ihrer Verzweiflung natürlich alles zu machen. Und hier gibt es die Möglichkeit, mit sauer verdienter Arbeit, mit sehr, sehr harter Arbeit. Arbeit im Bergbau ist kein Spaß. Hier irgendwie an Geld zu kommen, mehr zu erwirtschaften, aus der eigenen miserablen Situation herauszukommen. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und dieses Kohlebergwerk könnte natürlich dann auch gleich das Kohlekraftwerk beliefern. Wir machen hier mal die weltweiten Kohlelieferungen aus. Und gehen dann davon aus, dass das Kohlekraftwerk und das Kohlebergwerk sich miteinander verbinden. Und dementsprechend könnte ich ja vielleicht noch hier ein Handelsdepot irgendwo hinsetzen. Das mache ich dann aber vielleicht doch in dieser vorgelagerten Versorgungsstadt. In den Einrichtungen, die wir hier haben. Um da vielleicht noch ein Handelsdepot zu bauen. Was dann natürlich erstmal ein, zwei Kohlelager featured und natürlich auch ein weiteres Versandlager. Das wird dann alles lokal verwaltet. Es ist alles für den Eigenbedarf, es ist alles Selbsthilfe. Wir haben natürlich noch nicht hier die wirtschaftlichen Strukturen, um an den Export zu denken. Es ist alles lokal. So, und da könnte ich vielleicht auch noch eine Straße machen, genau. Sehr, sehr interessant, dieses Szenario. Und wir gehen mal wieder mit der Planierraupe. Hier war die Zombie-Attacke im vollen Gange. Hat hier mal ganze Straßenzüge entvölkert. Da heißt es auch wieder mal großzügig abreißen, den Menschen wieder die Möglichkeit geben, sich hier neu anzusiedeln. Wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass es immer noch vielleicht keine Flüchtlingsströme gibt, aber immer noch Zuzüge natürlich. Ja, wenn wir mal kurz in die Region schauen, wir sind ja immer noch ganz nah am Krater, am Epizentring. Und Leute können ja immer noch von allen Erdteilen, von allen Landesteilen in diese Stadt kommen und hier ihr Glück versuchen. Deswegen werden auch immer noch wieder neue Häuser gebaut, selbst wenn dann alte Bewohner verstorben sind. Sollte auf jeden Fall eine positive Bilanz geben. So, und was ist hier los? Ein Busnetz. Ich glaube, das geht jetzt noch ein bisschen zu weit. Jetzt sind wir schon mal gerade auf einem ganz, ganz guten Entwicklungsfortschritt. Haben jetzt ja hier mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit der Bürgerwehr, der Polizeiwache. Oh, gerade einen kleinen schwarzen Bildschirm gegeben. Aber wir sind noch da, wir sind noch da. Und wir waren gerade bei der Polizeiwache. Hier sind die Gefängniszellen voll. Das heißt, hier können wir sogar schon anbauen. Sehr schön. Dann wuchert sich die Polizei hier weiter durch. Ja, und dann haben wir jetzt als letzten Punkt hier noch das Kohlebergwerk in Angriff genommen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Ich bin gespannt, wie sich District 10 entwickelt. Ich bin auch gespannt,
was eure Ideen sind. Was denkt ihr, wäre der nächste logische Schritt in dieser Stadt? Ja, wir hatten erst das Flüchtlingscamp in aller Provisorien, mit allen Provisorien, die dort zur Verfügung standen, mit notdürftiger Hilfe, die hier von natürlich auch anderen Organisationen kam. Jetzt der zweite Schritt ist die Selbsthilfe. Leute versuchen selbst ihre Lebensumstände zu bessern. Was wäre jetzt der dritte Schritt? Was passiert jetzt, damit diese Stadt, damit sich der District 10 weiterentwickelt? Ich bin gespannt auf eure Ideen und wenn wir das nächste Mal hier sind, dann werde ich sie auf jeden Fall umsetzen. Euer Fred von Fred Spielen.